Das nächste Frauenteil. Endlich wir für uns ganz genau, wir wollen jetzt ganz viel für uns nehmen. Bei dem Teil ist zu sagen, es fällt und... Ja, es steht und fällt mit dem Stoff. Ja. Jeder Stoff fällt anders, sieht anders aus, wirkt anders. Also bitte keinen steifen Baumwollstoff nehmen, weil durch die Falte am Rücken wird das Teil nämlich dann ein bisschen voluminös. Also es muss ein Stoff sein, der... Weichfallend, der schön fällt, ein bisschen Viskoseanteil, sonst dünne Baumwolle. Genau, wenn du dennoch irgendwie sagen wir, einen etwas steiferen Stoff nehmen willst, müsstest du sonst die Falte hier im Rückenteil rausnehmen und das ist ein bisschen der Gag weg. Es ist nicht schwer, wir zeigen euch jetzt gerade die 2, 3 Punkte, auf die es ankommt. Dann hat ihr unten die Falten, die wir haben, genau. Das übereinanderlappen. Das kann man nochmal ganz nett zeigen im Schnitt. Ich habe jetzt das Prototeil da. Das ist nämlich da so eine ganz witzige Ecke drin, aber ich nehme das mal kurz vor. Wir haben dann immer die Markierung eigentlich drin, in welche Richtung die Falte gelegt werden soll. Das ist auch hier so ein Falten, das mal Knips auf Knips. Ich kann es ganz gut sehen. Also, okay. Am Ende ist es nämlich dann eine Linie. Wenn du die Falten auf Falten legst, dann hast du diese Linie. So, ich habe es jetzt auch schon gebügelt. So schaut es nämlich dann sozusagen am Schnitt aus. Also einfach Knips auf Knips. Also nicht wundern, dass da so ein Bogen ist, den habe ich nachher vorne nicht, sondern ich habe den Saum nachher wieder gerade. Und dann auch gleich, bitte knapp kann ich absteppen, weil zum Beispiel ihr seht, wie schnell das alles verrutscht hier. Das ist halt ein schöner, seifiger Viskosestoff, fällt wunderbar, ist natürlich nicht ganz so einfach zu nähen. Ist ein bisschen schwieriger, aber eine Baumwolle kriegen wir aber hin. So, dann haben wir noch eine Falte am Rückenteil, das ziehe ich mal weg. Das kannst du euch schon mal zeigen. Das haben wir dann schon mal soweit vorbereitet. Das heißt, ich habe ein Rückenteil mit Passe, habe hier eine sogenannte Kellerfalte. Und das wollte ich noch mal einmal zeigen für die, die es noch nie genäht haben, dass da keine Verwirrung entsteht. Und zwar... Ich gehe zu beiden Seiten. Ich nehme das Rückenteil, da ist ein Zwick eingezeichnet und nähe hier ein paar Zentimeter runter. Dann lege ich den Stoff auseinander und bügel die Falte auseinander. Also ich sage mal, wieso, du quetscht dieses Teil. Und das ist wichtig, dass du das in beide Richtungen, also zur Mitte, nach links und rechts. Genau, also nach beiden Seiten die gleiche Faltentiefe. Dann hast du nämlich den Effekt. Dass du diesen Effekt dann hast. So, dann wird sozusagen erst das eine Passe. Diese doppelte Passe. Erst eine angenäht und dann die andere in der Naht sozusagen nochmal, dass dieses Rückenteil sozusagen hier eingefasst ist bei den beiden Tassen. Oh, schon zu viele Videos. So, die Ela zeigt uns jetzt gleich an der Maschine, wie wir sozusagen jetzt oben diese Schulternaht verstürzen. Genau. Weil an dem Vorderteil haben wir es jetzt schon so weit vorbereitet, dass die Falten schon drin sind. Ich habe es auch schon, wie schon gerade gesagt, festgesteppt. Dann haben wir einen Beleg und das Interessante ist jetzt auch noch, dass halt am Vorderteil noch ein kleiner Steg quasi angeschnitten ist, dass nachher die Bluse hinten schön am Hals anliegt. Deswegen auch so eine Ecke noch drin, erklärt sich gleich aber von selber. Genau. Beim Schnitt ist der Beleg, ist eine Linie drin, das heißt, es ist das Vorderteil. Du schneidest dann an der Linie entlang nochmal ab und schneidest den Beleg nochmal separat zu. Das ist wichtig, weil sonst, wenn man nochmal einen separaten Belegteil reinmacht, haben wir nochmal 4 Seiten. Nochmal 6 Papier Seiten. Verbrauch mehr. Genau. So, ja. Puh, also gehen wir mal an die Maschine und nähen das jetzt mal so weit zusammen. Genau, das kann man hier noch gut erklären. Der Beleg wird dann rechts auf rechts angenäht. Flach gesteppt. Und flach gesteppt. Das habe ich schon bei der einen Seite getan. Flach gesteppt über hier schon. Ich habe, glaube ich, und hier noch nicht. Das können wir nämlich gleich nochmal zeigen. Genau, und dann wird er nachher noch reingeklappt. Und wer möchte, steppt dann nochmal ab. Das kommt immer alles ein bisschen auf den Stoff drauf an. Und später, wenn ihr die Bluse fertig habt und angezogen habt, bei manchen Stoffen ist es notwendig, dass man dann vielleicht hier einen kleinen Punkt regelt oder mal mit der Hand einen Stich macht. Dass es einfach nicht zu weit aufklappt. Genau. Manche Stoffe bleiben ganz schön, wie gesagt, der geht, aber der wird auseinanderfallen. Ja, dann muss man es einfach nochmal einmal heftet. Sonst kann man so... Yes. Auch hier bei den Armen ist eigentlich auch hier zweimal einschlagen. Du kannst, Und hier unten am Saum, das können wir jetzt auch schon gleich jetzt sagen, wird auch zweimal eingeschlagen und abgesteppt. Ja. So, jetzt gehen wir an die Maschine und machen das Teilchen mal fertig. Jetzt habe ich meinen Rückenteil hier vor mir liegen, auch mit der rechten Seite oben. Habe aber zwei Passen, klappen die eine quasi erst nochmal weg, weil ich jetzt erst die äußere Passe, Schulternaht, an das vordere Teil und die Schulternaht nähe. Das müssen wir gleich nochmal hochhalten, dass man es nochmal sehen kann.
Also ich schließe jetzt erst die Schulternaht. Habe jetzt ja hier meinen Beleg oder das Rückenteil ja mit angeschnitten ein bisschen. Das heißt, da muss ich eine Ecke nähen. Genau. Fühlen, bis wohin mein Rücken, Schulter geht. Dein Make-up. Zeig mal in die Kamera, dass sie dann versteht. Kannst du mir noch mal was hochheben? Ich habe jetzt die. Der Stoff fällt so schön weich. Die Rückenschulter schon mal geschlossen? Zeig nur die eine Seite. Genau, bis zu welchem Punkt? Ja. Weil wir das Halsblock gleich an den Beleg mit annähern. Also nochmal. Ich habe die obere, also die äußere Passe, nähe ich jetzt an die an das Schulternaht, an die an das Vorderteil. Genau. So. Rein theoretisch musst du den Schritt noch gar nicht machen, dann wäre das jetzt offen. Dann, ich habe das jetzt nur mal schon gemacht, dass es vorbereitet ist mit hintere Mitte schließen. Ja, das ist ja auch okay, weil wir dann nämlich gleich das Halsloch hier in eins dann durchmachen können. Also ich kann jetzt die Schulter hier schließen. Schön seifig, ne? Ja, rutscht schön. Es ist der Vorteil und Nachteil, genau. Der Nachteil beim Nähen, aber der Vorteil nachher beim Tragen. Hier kann man es jetzt ganz gut sehen, dass ich jetzt quasi bis hier in die Ecke näher. Lass hier nochmal einen Zentimeter stehen, weil den Zentimeter muss ich gleich an den Beleg annähen. So, nochmal genau in die Kamera halten, weil das kann man in der Bebilderung immer schlecht zeigen. Das heißt, ich schneide es nämlich gleich ein, damit ich es dann rumdrehen kann. Du schneidest das Vorderteil ein. Ja, bis zur Nadel. Bis zu dem, wo ich genäht habe. Und kannst dann rumdrehen. Hier wieder. Das gleiche mache ich an der Seite, damit ich keine Ecke habe. Anfänger können von der hinteren Mitte aus zur Ecke nähen. Ist vielleicht ein bisschen einfacher, oder? Kann man auch. Das ist dann eigentlich egal. Man hätte jetzt hier in der hinteren Passe noch sich die hintere Mitte markieren können. So, und wäre dann jetzt von dem, wo ich eingeschnitten habe. Stecken hilft dann auch für Anfänger. Du kannst das Ganze auch aus Jersey nähen, also viskose Jersey eignet sich hier natürlich besonders gut. Ist aber noch mal schwieriger, ne? Ja. Weil alles, da kannst du noch mal ganz viel verziehen. So, jetzt habe ich halt meinen Halsloch schon. Ich habe meinen Faden gerade einmal festgehalten. Also habe jetzt meine Schultern und halt auch mein hinteres Halsloch schon. Jetzt zeig mir das mal hier, da habe ich nämlich diese Ecke. Genau. Eine schöne Ecke bekommen. Kann man jetzt schön bügeln. Und jetzt müssen wir dann nämlich die innere Passe von hinten mit dem Beleg nachher auch verarbeiten. Ich halte es nochmal hoch. Also es hält hier nichts. Man hat zu wenig Hände. Na, weil nachher die Kante an die Kante kommt. Ja. Vorher nähe ich jetzt aber meine Schulter. Hier will ich die ja auch sauber haben. Mhm. Heißt, das soll da dran, aber auch wieder rechts auf, in diesmal linke Seite. Also das muss. Das ist jetzt ein bisschen knifflig, ne? Wenn man einmal weiß, wie es geht. Also die Kante muss da dran. Ja. Na, damit es dann so klappt. Also lege ich mir das so. Zieh das dann da durch. Habe immer eine Person dabei, die mir das hält bei so einem rutschigen Stoff. Sehe jetzt aber halt, dass die Schulter da drauf kommt. Und dann nähe ich auch in der Naht ran. Dann durch. Einfach nochmal durch die Naht, die ich vorher genäht habe.
ist natürlich extrem sauber dann verarbeitet. Man könnte auch beide passen mit einem zusammen annähen, aber so brauche ich nicht versäubern, das kann nicht zurribbeln. Und schaut natürlich schick aus. Das schaut von außen Stoffen halt so aus und von innen habe ich es dann aber eben auch. Dann machen wir noch mal die andere Seite, dass es auch jetzt jedem dann klar wird. Also das heißt, also die Schulter soll da dran. Sieht man das in der Kamera? Die Naht muss dahin. Also festhalten und durchziehen. Festhalten und rumziehen. So, das schaut doch schon mal gut aus. Sehr sauber. Jetzt haben wir sie von innen halt eben auch an der Schulter schon sauber. Okay. Jetzt würde ja, das würden wir ja eigentlich erst am Ende machen mit dem Beleg. Jetzt habe ich es schon. Genau, den würde man jetzt im Prinzip dran nähen. Genau. Wann man es letztendlich macht, ist egal. Jetzt machen wir gleich nochmal dieses Flachsteppen. Das habe ich nämlich auf der Seite noch nicht gemacht. Das heißt, ich habe den dran genäht. Leg den Beleg in Richtung, die Nahtzugabe in Richtung Beleg und steppe jetzt hier von rechts ab. Was den Sinn macht, dass sich der Beleg dann eigentlich automatisch nach innen legt und. Dass du nichts vorgucken kann von der Nahtzugabe, das ist eigentlich immer ganz schön. Genau. Also die Nahtzugaben beide komplett zum Beleg hin. Mhm. Bei dem Stoff sieht man es jetzt nicht so gut, aber man fühlt es halt, wo die Naht ist. Und daneben der neben dem Nahtschatten ein paar Millimeter. 2 Millimeter daneben her. Ja, der ist rutschig. Mhm. Aber schaut bestimmt gleich super aus, wenn es gleich fertig ist. So, jetzt haben wir den Beleg vorne flach gesteppt. Dadurch legt sich der jetzt automatisch schon schön rein und ich kann den wunderbar schön bügeln. So, dass er dann klappt. So, jetzt ist es dann so, dass wir den quasi im hinteren Bereich am inneren Halsloch mit festnehmen. Also im Endeffekt gerade eben so, wie wir es jetzt mit dem mit der Passe gemacht haben. Genau. Verstürzen wir das. Ich halte es mal hoch, dann kann man es nochmal schön sehen. Also das ist jetzt der Beleg. Genau. Jetzt langsam in dem Bereich wird er mitgefasst. Ich wollte mir gerade einmal die hintere Mitte, dass wir die haben, dass wir mal sehen kommen. Dann haben wir noch einen Anhaltspunkt mehr. Das wenn wir die hintere Mitte in der Passe. Und deswegen das aus Jersey, da kann man schon ganz schön viel verziehen. Ist möglich, aber muss man wirklich viel aufpassen. Genau. So, jetzt machen wir die hintere Mitte da an meinen Knips. Mhm. Und da will ich es haben. Ich drehe es auch wieder sozusagen rechts. Ja, drehe es jetzt hier. Ziehe es da raus. Da ist die Naht, da ist mein Knips. Natürlich schon hohe Handwerkskunst. Ne? Ich könnte ja auch stumpf das alles annähen und miteinander ketteln, wäre auch möglich. Das ja besonders keiner schön, rein, ja. Genau. So wollen wir es aber schön machen. Man könnte auch das ganze Vorderteil Doppelstoff machen. Dann würde man halt zwei nähen, also wenn man sehr durchsichtigen Stoff zum Beispiel hat. Mhm. Aus Chiffon zum Beispiel. Wobei kommt auch immer wieder drauf an. Also sehr materialabhängig. Das ist das. Schön ist es aus vielen Stoffen, aber man muss halt wirklich gucken. So. Ab da. Wirklich Schulter-Halslochpunkt. Mhm. So, wenn wir das haben, dann ist der Rest ja Kinderschuhe. Wie gehabt. Seitennähte, Ärmelreihen, Seitennähte. Fertig. Das wird schön schmal, das Ganze. Alles hier hinten durch den. Durch den schmalen Beleg durchmachen. Kann ich sonst auch auf zweimal? Muss ich eher auf zweimal machen? Muss ich eigentlich nicht, aber ich gucke jetzt mal, dass ich das dann wirklich einmal durchziehe, weil mir sonst zu viel Stoff da drin hängt. Heben wir es mal hoch. Die eine Seite haben wir schon. So. Und hier könnte man es halt dann entweder weiterlaufen lassen, indem man es den Zentimeter einschlägt. Hier, Kamera. Kann ich mal zeigen. So. Einschlagen und absteppen oder abketteln. Dann muss man es hier auf dem Vorderteil. Mhm. Oder halt man schneidet es ein vielleicht und kettelt es und lässt es hängen.
Oder absteppen. Absteppen. Hier muss ich andere Seite, gehst du von der Seite aus rein. Ich hoffe, das hat jetzt wirklich jeder verstanden hier mit dem Fummeligen. Viskosestoff. Das Stück müssen wir noch schließen. Brauchen wir ein bisschen Zeit, ne? So ganz. Ein bisschen Geduld spielen mal eben zack, zack. Ist es nicht. Aber ich finde, es lohnt sich. Okay, wir werden im E-Book auch noch mal eine Geschichte machen, wo wir zeigen, wie es dann nicht so schöne Lösung ist. Dann kann ja jeder selber entscheiden, was er tut. Genau. Wobei ich die schon echt toll finde. Ich finde auch, die sieht dann schon sauber. Also für so einen Stoff, finde ich, kann man sich die Arbeit auch mal machen. Eine Bluse, die man kaufen würde, wäre ja auch. Man wächst ja auch nicht mehr so schnell raus wie die Kleine. Man hat ein bisschen was davon. Rentiert sich ja die Arbeit. Zieht man ein bisschen länger an, ne? So. Das heißt, belege ich am hinteren Hals doch schön bügeln. Hier. Ist doch wunderbar. So, jetzt machen wir eine Seite, ein Ärmel machen wir rein, schließen eine Seite nach, dass wir es uns vorstellen können halbwegs und dann zeigen wir das nochmal am Tisch und die andere Seite können sich dann wieder vorstellen. Wir haben ja hier auch immer wieder unsere Zwicke drin. So, hier haben wir zwei. Brauchst du den hier? Dann brauche ich den. Ich gehe jetzt wieder auf meinen Ärmel nach unten. Da, und dann sehen wir uns dann gleich. Genau, einmal Ärmel an den Seiten nach. Wir haben jetzt mal eine Seite fertig gemacht. Sonst rennt mich heute ein bisschen die Zeit weg. Deswegen müssen wir es die andere Seite ist ja genauso. Genau. Das kann man also Ärmel reinnähen, Seiten anschließen. Wie gehabt. Ich habe jetzt hier schon mal, da kann man das nochmal zeigen, den Beleg jetzt schön reingebügelt. Das muss man dann mal anziehen und austesten. Ich würde wahrscheinlich immer hier nochmal absteppen, dass es einfach ein bisschen besser hält. Was natürlich jetzt toll aussieht, ist hier innen die ganze Verarbeitung. Die ist natürlich echt großes Kino. Das ist ein bisschen nass gerade vom Bügeln, genau. Ja. Hier hat man ja das vorhin gesagt, du kannst es jetzt entweder reinklappen und mit abstecken oder einmal hier einzwicken, rauslegen, abkändeln. Also je nachdem, was du für einen Stoff hast, ob der gekettelt werden muss oder nicht. So, dann haben wir ja später, wenn wir die Wickeloptik. Genau. Ob du jetzt so oder so, ist völlig egal, in welche Richtung. Ja. Das ist beidseitig möglich. Heißt, du willst es dann nachher, weil du hier Seitennaht hast, und wo ist sie? Da ist die andere Seitennaht. Wir hätten die in die Seitennaht reinmachen müssen, ne? Nein. Nee? Ach nee, stimmt nicht. Dann wird ja unten eingefasst. Nein, nur hier unten eingefasst. Ja. So kommt es halt aufeinander. Da haben wir auch nochmal einen Zwick hier für die vordere Mitte, dass sie aufeinandertreffen. So. Und dann lege ich die zwei Vorderteile, stecke ich mir. Genau. Kannst auch vorher einmal, also ich würde es vorher einmal festnähen, genau, oder ketteln einmal, dass es halt schon nicht mehr verrutscht und dann schlägst du zweimal ein. Und für die, wem das zu fummelig ist, legt einmal 2 cm rein, auch geht auch. Also 2x1 ist natürlich sehr sauber und dann, ist das Teil fertig. Hier vielleicht dann, wie gesagt, nach dem Anprobieren nochmal einmal heften, fertig. Ich hoffe, wir haben es anschaulich genug erklärt. Und hat ihr Lust als Angst gemacht? Sollte eigentlich. Sollte keine Angst machen. Und dann sagen wir mal, probiert's aus und macht euch mal eine schöne Sommertunika.